Moin Leute, und jetzt zu einem neuen Video des FOE Let's Plays. War ja ein bisschen fast mit direkt am Anfang. Ja, oh, okay. Ich möchte gerne heute einmal das St. Patrick's Day Event beenden. Ich habe hier einen kleinen Zusammenschnitt gemacht mit so zwischendurch mal hier, dies, das, wie auch immer. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal weit. Und wir haben auch noch einiges an Goldtöpfen übrig, die wir tatsächlich gar nicht genutzt haben. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht an irgendwas verzählt oder wie auch immer. Aber wir sollten jetzt eigentlich reinstarten. Nicht reinstarten, beenden können alles. So, dann mal ein. Hoffentlich kriegen wir genug Güter. So. Perfekto. Nein. Jetzt habe ich ein bisschen. Habe ich mir ein schönes Thumbnail verpasst, ein bisschen. Aber nicht so schlimm. So. Sammeln wir alles ein. Inkyo bin ich gerade. Ich weiß nicht, warum Inkyo. Meine Stimme ein bisschen angeschlagen. Aus unerfindlichen Gründen. So. Und da müssen wir sagen, beenden wir das mal. Können wir mal schauen. Okay, zwei Level irgendwo. Ja, ne. Zack. Zack. Okay, darauf werden wir jetzt nicht mehr warten. Aber was wir machen, wir können die beiden noch abschließen. Weil die haben tatsächlich genug an Goldtöpfen. So, der Typ ist ein Getränkefabrikman. Getränke. Der Typ dort ist ein Bäcker. Eine Bäcker. Sehr gut. Das werden wir jetzt tatsächlich nicht mehr machen. So, und dann. Dann werden wir das mal, ne? Das letzte Mal für dieses Jahr die Stadt hier beenden. Oder, ja, die Stadt beenden. Die Truhen öffnen. Nochmal ein Kit kriegen. Ruinentempel-Auswahl-Kit. War nicht ganz gut. Aussieht. Taktikaturm, Ketchup-Bauernhof, Auswahl-Kit. Sehr gut, wir gehen weiter. Wir könnten jetzt noch ein paar machen, aber ist mir jetzt egal. Ich hau hier nochmal kurz das rein. Dann verschwenden wir halt die Goldtöpfe. Dann ist das am Ende so. So, und jetzt muss ich mal nachschauen. Haben wir den keltischen Wald eigentlich? Druiden-Tempel? Genau, das ist ja der Druiden-Tempel, ne? Letztes Jahr. Druiden-Tempel, genau. So, jetzt haben wir 4, 4, eine hier. Nein, das ist die neue. Eine hier. Und das Gebäude steht schon. Ich sage, öffnen wir mal die Kiste hier einmal. Ketchup Bauernhof geht 50 Fortschritte plus 1 geht. Nice. Und ich würde sagen, wir hauen mal alles einmal rein. So, fangen wir uns mit den normalen Verbesserungskits an. Und 1. Und 2. 3. Also jetzt ist da 4. Auf 5. Und auf 6. Ich finde es so schön, dass es hier alles gespeichert wird, ne? Genau. Ich war gerade verwirrt, ne? Verbessern. Genau. Oh, bitte. Nein, ich muss jetzt jedes Mal einzeln klicken. Aber zumindest muss ich jetzt nicht mehr jedes Mal einzeln eingeben, das ist schon gut. Und auf 8. Auf 9. Oh. Stimmt, wir haben gleich noch ein extra Kit vorhin bekommen oder so, ne? Ah ne, das wird ja aus dem der Truhe wird jetzt ja direkt hier reingetan. So, und was haben wir dann jetzt? Genau, Zufriedenheit, paar Leute, 18 Angriffe für angreifende Armee. 25 Güter, 13 Forge-Punkte und 15 Güter für die Gildenkasse. Ist die Frage jetzt, gehen wir bald in ein neues Zeitalter und lohnt es sich das aufzusparen? Müsste mal reinschauen. Wie sieht es denn hier aus? Aha, aha. Ja, ja. Ich glaube tatsächlich, wir sparen uns das mal auf ein bisschen. Mal sehen, mal sehen. Gut, gut, gut. Sammeln wir hier noch ein. Ich glaube, wir können das nicht gar nicht mehr so viel machen. Wir schauen gleich mal bei den Wikingern sonst vorbei. Dann
machen wir duales Video heute. Nicht nur eine Sache, sondern gleich mehrere Sachen. So, wir haben hier jetzt noch eine Tagesproduktion reingemalt. Weil die dann ja doch noch ein bisschen was bringen. Die jucken und gut. Da können wir noch was einsammeln. So, jetzt zwei große Gebäude. So, dann haben wir das hier rein. Sehr gut. Und wir schauen mal hier rein. Okay, wie sieht es denn hier aus? Lalilo, lalilalalo. Ich glaube, wir müssen tatsächlich einfach nur produzieren und ich muss einfach mal ein bisschen machen. Ja. 12, das ist schon alles gebaut. Dann würde ich sagen, ich produziere mal hier einfach ein bisschen. Wir müssen nämlich damit vielleicht ein bisschen vorarbeiten, dass wir eine zweite hiervon erstellen können. Aber ich soll doch vielleicht einfach mal ein bisschen was machen, dann geht's auch voran. Gut, können wir noch hier was machen? Wir können das alle einsammeln. Ich glaube tatsächlich, mehr können wir auch erstmal nicht machen. Ein bisschen kürzer das Video heute. Stimmt, es gab hier irgendein Update. Kann ich das anschauen? Das kann. Okay, komm, machen wir. Aha. Ah, aber ich muss den 300 Diamanten zahlen jetzt, damit ich die anzeige. Ich verstehe nicht genau, was ist hier. Kannst du nur die heutigen Belohnungen austauschen, aber okay. Oh. Für morgen wäre nicht schlecht. Ne, das hier mal ein bisschen was, aber wir gehen das mal zurück. Also ja, die möglichen Belohnungen für morgen. Aber die mache ich sowieso nicht. Also, haben wir eigentlich sonst noch was bekommen? Ich glaube, wir haben einige Sachen noch generell sonst noch bekommen über die Zeit jetzt über. Wir haben auch nicht wenige gerade Quests gemacht. Genau, hier schon, komm, machen wir hier noch die Stadt ein bisschen weiter. Wie auch immer. Das kriegen wir vielleicht noch so ein Turm am Ende. Ja, einige glaube ich auch an. Hier. Hier ist es. Ja, Beschleuniger und so einen ganzen Kram. Komm einfach mal schöne Sachen, die man mitnehmen kann. Durch halt diese kleinen Quests hier. Gut, ich würde dann sagen, da ziehe ich das Video jetzt nicht mehr unnötig in Länge. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Das war das St. Patrick's Day Event 2022. Wir werden das hier noch irgendwann zu Ende upgraden. Ist ein gutes Gebäude. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Ciao, Leute.